Hallo, herzlich willkommen zum e-Auto-Vlog Service Nachrichten und Praxiswissen zu E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Wie du siehst, bin ich heute in meinem mobilen Studio unterwegs. Wir sind nämlich gerade auf einer Tour durch Dänemark mit dem Dachzelt unterwegs. Ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, für dich die heutigen News aufzuzeichnen. Was gibt es bei uns Neues? Zum einen ist die Zusammenarbeit zwischen VW und Ford immer konkreter. Wir schauen uns die Details an. Dann gibt es einen neuen Rekord vom Tesla Model 3, und zwar den 24-Stunden-Rekord. Und es kommen zum Glück immer mehr Nutzfahrzeuge und dementsprechend natürlich auch die folgenden Fahrzeuge mit Elektroantrieb auf den Markt. Wir gucken uns an, was dort in Kürze oder demnächst kommen wird. Auf geht's zu den heutigen News. Fiat hat den Ducato Electric Van veröffentlicht und das ist insofern sehr interessant, weil der Ducato zu einem der meistgenutzten Fahrgestelle zum Beispiel im Wohnmobilsektor gehört, aber auch von vielen Firmen bei leichten Nutzfahrzeugen genutzt wird. Der Ducato ist ein sehr vielfältig einsetzbarer Van bzw. Transporter und schauen wir uns mal die Details an, die hier veröffentlicht worden sind. Ihn gibt es mit durchaus interessanten Reichweiten. Allerdings, bevor wir jetzt hier bei 220 bzw. 360 Kilometern uns richtig freuen, müssen wir berücksichtigen, dass das hier immer noch NEFZ-Daten sind. Wir also beim WLTP bzw. in der Praxis kräftig federn lassen werden. Ich vermute mal, dass die größte Batterie so um die 200 Kilometer Reichweite haben wird und dementsprechend deutlich weniger. Nutzfahrzeugtypisch ist das Tempo bei 100 km/h abgeregelt, denn diese brauchen in der Regel nicht mehr. Was natürlich interessant ist, dass die elektrische Variante für alle verschiedenen Radstände, Dachhöhen und auch entsprechend Zuladungen gilt und dass hier bis zu 1,95 Tonnen Zuladung möglich sind, trotz des elektrischen Antriebs. Was leider, denn wir befinden uns hier noch im sehr frühen Stadium der Veröffentlichung, Fiat uns noch nicht verraten hat, wie dieses Auto geladen wird. Ich befürchte fast, dass wir hier wieder irgendeinen relativ langsamen, einphasigen AC-Lader haben, keinen DC-Lader. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Nichtsdestotrotz ist Fiat sich sicher, dass sie hier genau die Kundenbedürfnisse treffen. Die Frage ist natürlich, welche Kunden adressiert werden, denn sie haben wohl in den letzten Jahren ausgiebig Daten erhoben, um genau das passende elektrische Nutzfahrzeug dann ihren Kunden bieten zu können. Für den Freizeitsektor, das ist ja das, was mich interessiert, zum Beispiel einen Ausbau als Van, braucht man natürlich ganz andere Reichweiten bzw. Ladeleistungen, als wenn es sich hier um ein Kurierfahrzeug handelt, was sozusagen im Depot über Nacht dann in Ruhe aufgeladen werden kann, während es dann die 200 Kilometer tagsüber verfährt. Also es ist spannend. Wir werden sehen, was Fiat hier dann entsprechend liefern wird, denn die Fahrzeuge sollen schon 2021 auf den Markt kommen. Auch Toyota ist hier sehr aktiv und zwar gibt es, war mir vorher auch nicht bekannt, ein Toyota ProRace und ProRace City und die sollen ab nächstes Jahr auch elektrisch werden. Das ist im Prinzip so ein Hochdach-Kombi-Mini-Transporter, leichtes Nutzfahrzeug, wie man es auch nennen will. Und jenes wird dann auch mit elektrischem Antrieb verfügbar sein. Also ihr seht, so langsam kommen hier immer mehr Fahrzeuge auf den Markt, also auch im Nutzfahrzeugbereich, die elektrifiziert bzw. elektrisch sind. Und dementsprechend kann dann in den nächsten Jahren die Auswahl viel spezifischer durchgeführt werden und man muss nicht irgendein Auto nehmen, was gerade elektrisch ist, aber nicht so hundertprozentig zu einem passt. Was wir hier bei Toyota noch nicht wissen, ist, wie die technischen Daten aussehen. Das wurde noch nicht verraten. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass Toyota hier auch schon den ein oder anderen Mitbewerber hat, nämlich Opel. Und die haben den Peugeot Boxer Electric und Citroën Jumper Electric, die ja auch in so dieser Kategorie liegen, entsprechend mit Elektromotor angeboten. Und hier haben wir verschiedene Längen und nach dem NEFZ-Norm eine Reichweite von 270 Kilometer. Und da die Firmen hier zusammenarbeiten, könnte man auf ähnliche Werte schließen. Aber genaues wissen wir nicht. Wir werden es dann sehen, wenn sie rausgekommen sind.
Ich hatte ja vor kurzem meine Meinung über BMW kundgetan. Jetzt ist es so, dass Harald Krüger dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, dass er eine zweite Amtszeit als BMW-Chef nicht mehr machen wird. Insofern wird vermutet, ob es nun wirklich so ist, weiß man nicht, dass sein Zögern bei dem Thema Elektromobilität hier der Grund gewesen ist. Wir werden sehen, wie sich BMW dann nach seinem Weggang entwickelt, ob das wirklich der Grund gewesen ist. Dann haben wir wieder mal einen neuen Rekord, und zwar mit dem Tesla Model 3 ist ein 24-Stunden-Rekord aufgestellt worden. In diesen 24 Stunden ist das Fahrzeug 2781 Kilometer weit gekommen. Wie hat das Team um Björn Nyland gemacht? Ganz einfach, sie sind im Nordosten Deutschlands auf einer Autobahn gefahren, die keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat und wenig Verkehr. Das über 24 Stunden. Und sie haben zusätzlich an einem Ionity Schnelllader geladen, der hier Ladeleistung bis zu 195 kW zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen war es auch möglich, dass sie diese 2781 Kilometer in 24 Stunden gefahren sind und den alten Rekord nochmal deutlich überboten haben, obwohl das Wetter teilweise nicht so gut war, also Regen und entsprechend Wind. Nichtsdestotrotz haben sie die Strategie hohe Geschwindigkeit, also schnell fahren, schnell laden, gewählt. Das heißt, sie sind im Durchschnitt so mit der Zielgeschwindigkeit 170 gefahren und trotz Ladepausen sind sie dann insgesamt auf eine Geschwindigkeit von 116 km/h im Durchschnitt gekommen. Da sieht man also, dass auch auf normalen Straßen, Autobahnen, wenn die entsprechende Ladeinfrastruktur vorhanden ist, wenn sie frei sind, man hier auch wirklich erhebliche Strecken im Elektroauto zurücklegen kann. 2781 Kilometer, das ist mehr als doppelt so viel, als ich bisher innerhalb von einer Strecke gefahren bin. Vor einiger Zeit hatte ich ja schon darüber berichtet, dass Ford plant, den MEB, also den Elektroauto-Baukasten sozusagen von VW zu nutzen. Jetzt werden die Gespräche immer konkreter und es sieht wirklich so aus, dass Ford hier die Architektur von VW nutzen wird, um bis Ende nächstes Jahr ein wettbewerbsfähiges Elektroauto auf die Beine zu stellen. Denn Ford hat ja im Juni, Ende Juni erklärt, in Europa sich neu aufzustellen. Das heißt, dass sie hierzulande mehr auf Elektroautos und SUVs setzen wollen. Und dementsprechend brauchen sie natürlich die Technik, um hier zeitnah dann ein neues Fahrzeug anbieten zu können, denn ansonsten wäre das in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Ich finde das sehr interessant, dass hier VW diese Architektur zur Verfügung stellt, sodass es dann auch für andere Autohersteller möglich ist, die vielleicht bisher noch nicht so in Richtung Elektromobilität entwickelt haben, diese zu verwenden und so dann mit ihrer Außenhaut ein entsprechendes Fahrzeug zu vermarkten. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und freue mich, dass durch diese Architektur dann auch andere Autohersteller die Möglichkeit haben, hier zeitnah neue Elektroautos auf den Markt zu bringen. Ja, kurz vor der Einführung, der Markteinführung, steht ja auch der Porsche Taycan. Ich habe euch hier nochmal ein Video rausgesucht, wie er beim Goodwood Festival of Speed eine Runde dreht, da kann man ihn ganz gut in Action sehen. Es ist der Prototyp, der noch so ein bisschen verklebt ist, damit er so ein bisschen anders aussieht, aber man sieht schon sehr gut die Dynamik und hört natürlich auch die Stille, während er dort seine Runden kreist. Ja, mit diesem Video zum Abschluss hier aus Dänemark euch einen schönen Abend, Tag oder wann immer ihr dieses Video seht. Ich freue mich über eure Kommentare, Fragen, Anmerkungen oder auch Korrekturen. Im Moment, das könnt ihr sicherlich verstehen, kann ich nicht so viele Kommentare beantworten, denn wie gesagt, wir sind unterwegs, aber ich versuche so viel wie möglich zu lesen. Wenn du den Kanal unterstützen willst, kannst du das ganz einfach machen. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, dass du die Benachrichtigung einstellst. So kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Ich freue mich darauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.